Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Ja, direkt von einer sehr bewegten Nationalratssitzung, die Sie ja teilweise live auf OE24TV gesehen haben, zu uns ins Studio gekommen, FPÖ-Klubobmann Johann Gutenus. Danke, dass Sie wieder mal bei uns vorbeischauen. Danke für die Einladung. Immer spannend, Sie hier zu haben. Da ist ja heute ziemlich drunter und drüber gegangen. Abgesehen davon, dass sich die Frau Meindl-Reisinger beklagt hat von ihrem sozusagen Parteigeneralsekretär als Jungfrau bezeichnet worden zu sein. Was sagen Sie dazu? Ich habe diese Passage nicht gehört. Wir warten aufs Protokoll und werden das dann bewerten. Also ich kann dazu jetzt auch nichts sagen. Weil ist es eine Beleidigung? Ich weiß nicht, ob das gefallen ist. Wir warten aufs Protokoll, das wurde angefordert. Wenn es gefallen ist, was würde der Clubchef dann sagen? Ich glaube, es ging ja um das Thema Ihrer Jungfernrede, ja, Ihrer genau. Zweiten. Und ich weiß, wie der genau der Wortlaut war, weiß ich nicht. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ja, also Sie warten ab und ich warte mal ab und lasse das mir vorlegen. Und aber an und für sich ist natürlich die FPÖ für ein bisschen frauenfeindliche Zwischenrufe mittlerweile berühmt geworden. Nein, das streite ich ab. Wir machen Zwischenrufe, so wie alle anderen Parteien. Da müssen Sie mal mehr als alle anderen Parteien, wenn man sich das anschaut. Das liegt vielleicht daran, dass unser Sektor in der Mitte ist und die Sachen besser gehört werden. Aber Sie müssen mal hören, was da von der SPÖ-Seite kommt. Aber ich will jetzt das nicht aufrechnen. Schauen Sie, eine Sitzung kann dann und wann hitziger werden. Das war heute der Fall. Gestern auch. Ja. Jeder vertritt seine Standpunkte und es gehört ja auch zum lebendigen Parlamentarismus, Zwischenrufe zu machen. Das ist legitim, das gehört auch so. Es ist immer nur eine Frage, ob da nicht eine gewisse Grenze überschritten wird und das ist dann zu prüfen durchs Wortprotokoll und wird dann seitens des Präsidenten, der Präsidentin oder Präsidiale geprüft. Schauen wir mal. Aber Sie sind dann natürlich gefordert, da irgendwie Stellung zu nehmen. Aber heute wollen Sie es noch nicht, weil Sie noch nicht wissen, nicht, ob von Jungfrau weiß, oder Jungfernrede die Rede war. Ne? Das wird man sehen. Gut. Ja. Wir wollen eigentlich anfangen mit dem Thema, das wir gerade gehabt haben bei Fellner Live. Randy Wagner und Josef Chapp, der sie vehement verteidigt hat. Wie sehen denn Sie die neue SPÖ-Chefin? Die neue SPÖ-Chefin hat kein leichtes Los. Das ist einmal klar. Die Partei befindet sich in einer großen Sinnkrise, in einer Ideologiekrise, in einer Wertekrise auch. Niemand weiß, wie es weitergeht. Und sie hat eine sehr schwierige Aufgabe in einer schwierigen Zeit übernommen. Und man sieht auch daran, dass es der Partei anscheinend sehr schlecht geht, weil es wäre früher nie möglich gewesen, dass bei einer Operndiskussion im Endeffekt jemand zum Zug kommt, der erst seit eineinhalb Jahren Parteimitglied ist. Sie ist eine Gesundheitsexpertin, das ist unbestritten, keine Frage. Sie war auch Ministerin. Aber Parteistruktur, Parteiarbeit, Abläufe, Intrigen, wie man sieht bei der SPÖ, das ist schon was anderes und da ist sie natürlich auf einem Schleudersitz, will ich einmal sagen. Wäre das bei Ihnen möglich, dass ein absoluter Quereinsteiger Parteichef wird oder nein, geht das nicht, weil das da hat sie Strache ist wie lange im Geschäft und Sie sind wie lange im Geschäft? Strache ist seit über 13 Jahren Parteichef und ist bei uns eine personelle und war davor, Kontinuität. War davor wie lange in der Partei? Sehr lange, also 25 Jahre. Und Jugendchef etc. Auch das. Und wie war es bei Ihnen? Bei mir, ich bin Mitglied seit auch 25 Jahren, also Strache ist länger Mitglied. Ich bin 25 Jahre Mitglied, war vorher Jugendchef. Und bei uns ist eine personelle Kontinuität die größte Kontinuität von allen Parteien. Auch was die Obmannschaft betrifft und die Personen in den Ämtern betrifft und eine Stabilität. Sie meinen, die SPÖ findet niemand mehr? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man greift zu jemandem, der seit eineinhalb Jahren Parteimitglied ist. Normalerweise gibt es da Strukturen wie die aus der Gewerkschaft oder den starken Landesgruppen. Die haben alle den Schwanz eingezogen, weil sie gewusst haben, die Partei ist anscheinend zurzeit nicht mehr zu retten. Das ist eine große Krise. Die Krise ist auch selbstgemacht und verdient. Sie ist hausgemacht, weil eben die SPÖ auf die aktuellen Fragen der Zeit, der aktuellen Zeit, nicht die richtigen Antworten hat. Im Gegenteil, sie hat auf die aktuellen Fragen noch immer dieselben Antworten wie vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren und perpetuiert das Ganze auch noch. Das hat man heute als Nationalrat gesehen, dass einfach nicht umgedacht wird, dass hier auch keine Lernfähigkeit vorhanden ist. Bevor wir zum heutigen Nationalrat kommen, noch ganz kurz die Frage, wie sehen Sie den Abschied von Christian Kern?
Ja. Da hätten Sie ja nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht, oder? Er war schon die letzten Monate auf Abruf im Prinzip. Es war nur eine Frage der Zeit, weil es hat ja geheißen, er ist auf Jobsuche und sobald er was hat, dann geht er. Man wird sehen, was er jetzt hat. Ich wünsche natürlich alles Gute persönlich für seinen weiteren Werdegang, keine Frage. Aber der Abgang war so wie seine Zeit als Bundeskanzler und danach holprig. Und das ist eben die Ära Kern, die sehr kurz war, weder knackig noch kernig, aber kurz. Und, Nomen ist Nomen, ne? Ja. Auch von kurz beendet, muss man dazu sagen. Im doppelten Sinne des Wortes kurz. Ja? Von der Regierung kurz, ja. Also mit kurz und also um den ist Ihnen nicht leid? Ich habe immer gedacht, je länger er uns bleibt, desto besser für die FPÖ, ja, weil er jemand war, der die Opposition insgesamt nicht in die Gänge gebracht hat. Und das gilt die für die Rede wird natürlich da schon von einem anderen Kaliber sein, weil die steht ihrem Macho Strache und dem Kurz natürlich als Frau gegenüber. Es ist die erste Frau an der Spitze der SPÖ, muss man sagen. Das ist eine Partei, die ja immer... natürlich auch zu Recht die Frauengleichberechtigung und die Frauenrechte großgeschrieben hat, aber es ist jetzt die erste Frau an der Spitze. Es ist auch eine Frau an der Spitze der Opposition, was ja auch so, was Neues ist. So ist es. Und die Frau Meindl-Reisinger ist ja dem Herrn Stolz nachgefolgt. Ja. Mhm. Also ja, es ist interessant. Ich kenne die Frau Rendi Wagner als gute Gesprächspartnerin, Sachpolitikerin. Muss man für die Opposition eigentlich ein brutaler Hund sein, wie der Herr Kern immer gemeint hat? Ich meine, Sie sind ja nicht der Sanfteste, wie ich weiß. Ich kannte bis vor 8 Monaten nur die Opposition. Position. Ja. Sind ja auch ein brutaler Hund, wenn ich das ich so bin sagen. Bekannt ja. für scharfe Formulierungen, ja. Wenn es auch passt. Und ja. Natürlich, ich bin ja nicht immer derselbe junge Revoluzer, sondern aber natürlich auch reifer geworden. Muss man brutal sein können als Opposition? Brutal, also man muss die Sachen pointieren, formulieren. Das haben wir auch immer gemacht und wir tun sie auch noch immer. Schauen Sie, wir lassen sie ja nicht den Mund verbieten, wenn es darum geht, Sachen aufzuzeigen und Wahrheiten auszusprechen. Das sollte man immer tun, egal ob in der Opposition und egal ob in der Regierung. Das sollte ein Anspruch sein. Und in der Opposition natürlich sollte man Sachen auch da schonungslos ansprechen. Überhaupt keine Frage. Sie sind ja nicht nur in der Opposition brutal, sondern auch in der Regierung. Ja, da wird ja derzeit ziemlich heruntergekürzt bei den Asylanten. Die Zahl hat sich fast halbiert, muss man sagen, gegenüber dem Vorjahr. Teilweise natürlich auch durch Glück, weil weniger kommen. Trotzdem sind Sie aber der Ansicht, es sollen unsere Grenzen beinhart weiter geschützt und vor allem kontrolliert werden. Das hat die Frau Meindl-Reisinger auf die Palme gebracht und ist heute sehr heftig über dieses Thema im Parlament gestritten worden. Warum wollen Sie die Grenzen unbedingt dicht machen? Das auf die Palme bringen hat eben eine Richtigkeit, weil es befinden sich die Neos, aber auch die anderen Parteien wie SPÖ in so einer Bobo-Blase, wo man die wahren Probleme und die Geschehnisse der Menschen in Österreich nicht wirklich sieht und das Ganze auch verkennt und abstreitet. Was hier seit 2015 passiert ist, ist ein großer Skandal. Es sind die Kriminalitätszahlen eindeutig, was Richtung sexuelle Delikte geht zum Beispiel. Vergewaltigungen sind eindeutig gestiegen. Und man sieht auch ganz genau, dass die Übergriffe und Delikte seitens von Asylwerbern gestiegen sind um einige 100%. Und das ist eine ganz klare Kausalität der offenen Grenzen und dieser Migrationskrise seit 2015. Was das ist ein Skandal Ihrer Meinung nach. Das ist ein großer Skandal, weil also Ihrer eine Meinung Regierung, nach ist die Sicherheit in Österreich dramatisch gesunken. In manchen Bereichen ist es besser geworden, aber wenn es darum geht, eben importierte Kriminalität, Sexualdelikte, Gewaltdelikte, islamistische Umtriebe, bis hin zu Terrorgefahr. Wir sind ja Gott sei Dank noch halbwegs verschont, aber es gab schon da und dort ein paar Vorfälle, die leider auch tödlich waren. Aber das ist gestiegen eindeutig, Messerattacken zum Beispiel. Und was die neue Regierung jetzt auch tun wird, erstens mal diese Strafen verschärfen, wenn es um Sexualdelikte geht. Das ist schon beschlossen. Mhm. Ja. Da werden Strafen für Vergewaltiger erhöht, nämlich auch unbedingte Strafen sollen ausgesprochen werden. Aber halt und sind gegen ja den politischen Islam wird vorgegangen. Genau, aber halt sind ja mit der Opposition aneinander gekracht, weil sie die Grenzen dicht machen. Und da besteht jetzt ja die berechtigte Frage im Raum, ist es notwendig, wenn eh keine Flüchtlinge mehr kommen? Nein, eins muss man sagen, das stimmt. Wir haben Signale bewusst gesetzt in die Welt, auch zu Schleppern und diversen NGOs, die vielleicht da tätig sind, immer mehr Leute auch nach Europa zu bringen, dass es nicht mehr so leicht ist,
nach Österreich und nach Europa hineinzukommen, dass man auch abgeschoben wird, wenn man illegal da ist und oder kriminell wird. Mhm. Die Abschiebungen unter Kickl haben sich fast um 45% erhöht. Mhm. Es sind die Anzahl der Asylsuchenden ist jetzt runtergegangen, hat sich um 40% verringert. Das ist eine gute Sache, weil eben schon diese Präventivmaßnahmen ergreifen. Die Leute merken, aha, in Österreich kommt man nicht einfach her, wie im rot-grünen Wien, und bekommt sofort die Mindestsicherung und alle sonstigen Sozialleistungen umgehängt, sondern das ist nicht mehr so leicht. Es wird auch abgeschoben, es wird durchgegriffen und die Strafen sind erhöht. Und das freut sich. Wichtige, das freut mich besonders, weil es ein Bedürfnis der Menschen ist. Und auch der Grenzschutz freut sich, dass die Grenzen dicht sind, dass man dort wieder warten muss, dass man dort wieder kontrolliert wird, das freut sich. Nämlich freut es, dass aufgrund eines Grenzschutzes weniger Vergewaltigungen stattfinden, weniger Messerattacken und weniger Islamisten importiert werden. Das ist eine ganz klare Kausalität. Das habe ich vorher aufgezeigt. Wieso? Dass seit 2015 diese Delikte gestiegen sind. Ja. Das ist eine ganz klare Korrelation, eine Kausalität. Dass nicht kontrolliert wurde, meinen Sie? Dass nicht kontrolliert, dass so viel reingelassen wurde. Und wenn kontrolliert wird, werden die Messerattentate sinken. Eindeutig. Es gibt ja noch genug Leute im Land, die eben reingekommen sind, die man da und dort abschieben muss, weil sie schon eben deliktisch sich vergangen haben. Ja? Frage an den blauen Clubobmann, heute mit violetter Krawatte, ist er Austria-Spiel oder was? Nein, ich bin Fußballfan von gutem Fußball. Frage an den blauen Clubobmann mit der violetten Krawatte, ist der Kickl der beste Innenminister aller Zeiten? Das zeigt er jeden Tag. Also, glauben Sie? Sicher. Also, ja? Er ist der beste Innenminister, den wir hier in der Zweiten Republik je hatten. Er greift durch, er setzt eben genau die Maßnahmen, die wichtig sind. Schauen Sie, wir haben einen klaren Wählerauftrag. Die neue Bundesregierung wurde ja vor allem deswegen gewählt und hat sich so konstituiert, weil die Menschen eben ein Bedürfnis haben nach Sicherheit und Schutz. Und genau das macht Kickl jeden Tag. Und dass der extrem unter Feuer steht von nahezu allen Medien, das ist ja dass der er Grund, dann natürlich auch ein gewisses Chaos anrichtet, zum Beispiel im BVD, das stört Sie nicht. Nein, nur ein Satz. Erstens mal, er sorgt für Sicherheit. Es gibt mehr Polizei, es gibt Grenzschutz, es gibt bessere Ausrüstung für die Polizei, es gibt einen Rückhalt für die Exekutive und auch für die Soldaten unter Minister Kunasek. Ja. Aber eben weil Minister Kickl abschiebt und Grenzen schützt, ist er im Kreuzfeuer der linken Parteien und mancher Medien. Und das was ist genau der manche Grund. Medien? Ja, Falter zum Beispiel, nicht wahr? Ja. Falter, aber es sind schon außer Falter natürlich auch noch auch einige. Und den vermeintlichen BVD-Skandal, der einer ist natürlich, aber vermeintlich mit Beteiligung der FPÖ, das stimmt eben nicht. Weil es ist vollkommen klar, dass die Staatsanwaltschaft, die ermittelt hat und dann auch die Herrin des Verfahrens war und auch sozusagen diese Hausdurchsuchung angeordnet hat, dem Justizministerium zugeordnet wird und dass das BMI unter Herbert Kickl in keiner Sekunde irgendwie beeinflusst oder interveniert hat. Das wurde auch, das wurde auch durch eine Staatsanwältin. Ne? Nein, das kann man nur so sehen. Eine ist ja Staatsanwältin. Eine Streitfrage. Nein, eine Staatsanwältin, glauben, der WKStA, eindeutig Sie glauben, ausgesagt. Sie glauben, zuständige Staatsanwältin. Sie glauben an das Gute im besten Innenminister aller Zeiten. Da glauben Sie definitiv. Ich brauche nicht daran glauben, das ist so. Ja. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und der Herr Kickl setzt Woche für Woche, Tag für Tag, er selbst mit unseren Ministern. Aber dass wir da Chaos im BVD haben, ist Ihnen schon klar. Das Chaos ist wenn es ein Chaos gibt, dann sind das Zustände, die es schon vorher gab. Und die müssen jetzt gelöst werden. Und ein Mail, wo man reinschreibt, es sollen primär ausländische Täter genannt werden und einzelne Zeitungen sollen keine Informationen kriegen, das würden Sie auch schreiben, weil Sie sagen, na endlich, Endlich einmal, da geht es auch um eine Wahrheit und Wahrhaftigkeit, die ich vorher erwähnt habe. Es ist gut, dass die Nationalität von Ausländern geschrieben wird. Im Brief steht nicht drin nur Ausländische, sondern die Staatsbürgerschaft, also auch Österreicher. Also wird einmal nicht einseitig gehandelt. Es ist gut so, weil damit die Menschen sehen, woher die Kriminalität kommt und dass der Großteil eine importierte Kriminalität ist und, die Menschen auch sehen, dass der Grenzschutz notwendig und wichtig ist, solange die EU-Außengrenzen nicht geschützt werden können. Das ist eine pädagogische Maßnahme sozusagen. Das ist eine Maßnahme der Wahrheit und Wahrhaftigkeit, dass die Menschen aufgeklärt werden. Das Zweite ist bezüglich der Medien. Es ist kein Eingriff in die Pressefreiheit. Warum? Weil man ist ja nicht verpflichtet, den Medien was zu sagen. Die Medien können aber recherchieren und schreiben.
Und genau das, dass die Medien recherchieren und schreiben, wird in keiner Weise verboten. Also das ist ja etwas vermessen, das habe ich auch den Kollegen von den anderen Parteien der Opposition gesagt, vermessen zu sagen, dass wenn man Informationen managt, zu sagen, das ist ein Eingriff in die Pressefreiheit, weil es gibt keine Zensur in Österreich, das ist auch gut so. Und Sie wissen, dass unsere geistigen politischen Vorfahren aus dem Jahr 1848 die ersten waren, die für Pressefreiheit gestritten haben. Und das werden wir auch weiter so handhaben. Lieber Herr Gaudinus, Sie sind ja der Nächste, der unter Feuer kommen wird. Weil wenn ich die Plakate Ihrer Partei richtig sehe, die in Wien jetzt überall affischiert werden, dann beginnt ja ein Zwischenwahlkampf. Und auf den Plakaten lacht also der Johann Gaudinus den vorbeispazierenden Passanten entgegen. Das heißt ja mehr oder weniger, dass Sie als Spitzenkandidat der FPÖ in Wien schon halbwegs fix sind. Würden Sie es machen, wenn man Sie fragt? Also es sind nur mal drei Personen auf den Plakaten. Strache, Vizebürgermeister Nepp und Strache hat schon gesagt, er macht es nicht. Man wird sehen. Nepp macht es natürlich, wenn man will. Die Frage ist, machen Sie es? Schauen Sie, ich stelle mich zur Verfügung, wenn es die Partei entscheidet. Ja. Aber Sie stellen sich zur Verfügung. Ich dränge mich nicht vor. Ich bin im Wiener ganz bescheiden. Ich bin im Parlament, Klubobmann. Und schauen Sie, ich bin ein Parteifunktionär, der zur Kenntnis nimmt, was die Partei entscheidet. Und wenn Herr Strache das macht, wäre das sicherlich die beste Wahl. Die Frage ist, ob er das tun kann als Vizekanzler. Also nein. Und die Diskussionen sind eben zu führen. Wir werden jetzt einmal schauen, wann die Wahl sein wird. Aber Sie würden es machen. Ein Satz, wir werden einmal schauen, wann die Wahlen sein werden. Diese angebliche Neuwahl, die vielleicht hätte bald kommen können, ist verschoben aufgrund der Krise der SPÖ. Das Ding wird stattfinden für den Zeitpunkt, wann es terminisiert ist. Wenn ich das richtig sehe, ist das der Herbst 2020. Genau in zwei Jahren. Oktober 2020, genau in zwei Jahren. Und wahrscheinlich wird es so lange dauern. Und da haben wir noch genug Zeit, Herr Fellner, die richtige Entscheidung. Aber Sie würden sich zur Verfügung stellen, wenn Ihre Partei das will oder fordert? Es gibt bei uns, Sie würden den Klubobmann weitermachen in der Wahlkampfzeit oder dort pausieren? Wie ein Plakat zu sehen, und es gibt ja noch mehr Leute in der Führungsriege der FPÖ, geeignete Leute, wir werden im richtigen Moment entscheiden, wer es macht. Und ich drehe mich da nicht vor, keiner drängt sich vor, sondern wir werden die beste Entscheidung treffen für die FPÖ, die auch die beste Entscheidung für Wien sein wird, weil es geht nämlich darum, Wien von Rot-Grün zu befreien. Das wird ja ein brutaler Wahlkampf. Sie sagen es geht darum, Rot-Grün einmal abzuschütteln. Weil das wird ja ein brutaler Wahlkampf werden, nicht eine Wahlschlacht, so wie es ausschaut. Wir wollen mit guten Argumenten, die wir auch haben, die Fehlleistungen der rot-grünen Staatsregierung aufzeigen. Das tun wir auch im Untersuchungsausschuss beim Krankenhaus Nord, wo wir viele Informationen bekommen haben, die wir auch verwenden und aufdecken. Und dann wollen Sie den Bürgermeister Ludwig in Pension schicken. Ich weiß nicht, ob er schon pensionsreif ist, aber ich glaube, es ist Zeit für einen freiheitlichen Bürgermeister und zumindest für eine freiheitliche Regierungsbeteiligung. Und Sie wollen tatsächlich dann Sie als Johann Gaudinus Bürgermeister werden? Oder ist es denkbar, das zu machen, was die Neos sich wünschen? Die sagen, sie würden ein Bündnis mit Ihnen und der ÖVP eingehen, wenn es einen unabhängigen Bürgermeister gibt und keinen FPÖ-Bürgermeister. Also es geht schon darum, dass die Stadt einen freiheitlichen Bürgermeister bekommt, darum geht's. Wir die richtigen Konzepte auch anbieten und das zeigt sich auch tagtäglich in der rot-grünen Regierungsarbeit, die ja diametral das Gegenteil von dem macht, was gut ist, nämlich was auch Blau-Türkis auf Bundesebene macht. Das sind die guten Schritte mit freiheitlicher Handschrift. Wir sorgen für Sicherheit, wir sorgen für soziale Sicherheit auch. Also es muss einen FPÖ-Bürgermeister geben, ein unabhängiger Expertenbürgermeister kommt für Sie nicht in Frage. Also wie gesagt, zuerst muss gewählt werden. Ja, das ist klar. Zuerst hat der Wähler das Wort, das wichtigste Wort in der Demokratie hat der Wähler. Da wird man sehen, wie stark die Parteien gewichtet werden, wie viel Prozent eine Partei bekommt und dann wird man sehen, was für Konstellationen überhaupt erst möglich sind. Und bis dahin geht es um eben maximalen Wahlkampf für jede Partei. Das sollte jede Partei so handhaben. Wir haben die besten Konzepte für Wien, sorgen für Gerechtigkeit, Fairness, Sicherheit, soziale Sicherheit und schauen, dass die Wiener an erster Stelle stehen. Das heißt, wenn ein FPÖ-Bürgermeister kommen soll, dann sieht sich da dem möglichen Bürgermeister gegenüber jetzt. Ne? Das wird man sehen. Noch was mal. Würden Sie in Wien anders machen, Herr Gaudinus? Wir Bürgermeister werden in Wien nicht alles anders, aber vieles besser machen. Und da gibt es sehr viel. Schauen Sie, alles anders ist schon mal überraschend. Das heißt, vieles an Wien gefällt Ihnen dann offenbar doch. Naja, das hat nicht unbedingt mit der rot-grünen Stadtregierung zu tun, sondern die Tatsache, dass Wien per se eine tolle Stadt ist. Und das müssen wir ausbauen und sichern. Ja? Eine ganz wichtige Sache. Wir kennen die jüngste OECD-Studie, weil ja immer nur von der Mercer-Studie gesprochen wird, wo die
Expats, sprich die Vertreter von internationalen Firmen in Wien, gefragt werden. Denen kann es nur gut gehen. Bei der Messestudie, ja, bitte. Die schicken die Kinder in die Privatschule und brauchen keine Öffis schon, aber ich meine, die sind ja dann, die schicken sie ja in jeder Stadt in die Privatschule. Ja. Also ist nein, natürlich schon interessant, nein, welche Stadt die für die Beste hat. Da kann man ja stolz drauf sein, keine Frage. Ja. Aber die gut, aber die OECD-Studie sagt was? Die sagt eben, dass Wien in vielen Bereichen, vielen Integrationsbereichen sinkt, was Bildung betrifft, was Umwelt betrifft, was Gesundheit betrifft. Und es gibt andere Studien ja auch. Es gibt das heißt, da würden Sie gegensteuern wollen? Nur gegensteuern mit einer fairen Politik und mit Anreizen und vor allem die Willkommenskultur schlagartig beenden, was schon auf Bundesebene funktioniert und weiter kein ausgebaut Zuzug wird. Kein Zuzug mehr heißt das? Nein, Zuzug von guten Leuten und nicht Zuzug von Leuten, die sich im Sozialsystem einmisten oder den Islam nach Wien importieren wollen. Das brauchen wir nicht. Solche Leute sollten wir eigentlich nicht anziehen. Ja, das Gesetz zum politischen Islam war der eh noch immer. Wann kommt das endlich? Das wollte ich vorher ansprechen, aber Sie bitte, sind ein lebhafter Fragesteller. Ja, wann kommt es? Entschuldigung, dass ich Sie unterbrochen. Das ist in Verhandlung und sollte in den nächsten Wochen bis Jahresende einmal vorgelegt werden. Ein ganz wichtiger Schritt. Wir haben ja jetzt schon Symbole verboten. Ja, das geht von islamistischen Symbolen bis auch hin zu Ustascher Symbolen, also radikale Tendenzen am Balkan oder andere Symbole. Und jetzt braucht es dringend ein Gesetz, und dafür treten wir auch immens ein, gegen den radikalen Islamismus, gegen den politischen Islam, der sich hier weiter ausbreitet. Mhm. Weil ich sage Ihnen ganz ehrlich, Leute, die die Scharia über unsere Rechtsordnung stellen wollen, über die Verfassung stellen wollen, haben hier nichts verloren. Und das Gesetz sollte eben darauf abzielen, dass solche Leute bestraft werden und dann abgeschoben werden, weil solche Vögel brauchen wir nicht. Das sind die Prediger, die allerdings noch immer da sind. Nicht? Der Kerstner hat, sie werden abgeschoben, aber die sitzen dann noch immer frisch, frei, fröhlich in Wien. Da eben brauchst du dazu die richtigen gesetzlichen Grundlagen mit dem Gesetz. Weil bis jetzt, was sie jetzt haben, ist noch nicht ausreichend. Mhm. Ich muss Sie kurz korrigieren, manche Verfahren laufen ja auch noch, weil wir leben in einem Rechtsstaat. Ja, das heißt, man kann nicht sagen, eben, das dauert eine Zeit. Letzte Frage, wann kommt die Mindestsicherung? Weil Sie gerade gesagt haben, Sie wollen die Willkommenskultur in Wien beenden. Wann kommt der FPÖ-Vorschlag zur Mindestsicherung? Auch da warten wir. Ja, ganz richtig, ein wichtiger Schritt, der kommen wird, wo die Regierung, beide Parteien im Hintergrund verhandeln. Und da geht es eben darum, den besten Wurf zu machen. Ob es jetzt dann 5 Tage oder 5 Wochen länger dauert, ist da, glaube ich, nebensächlich. Es geht um den besten Wurf, wo Fairness für Österreicher hergestellt wird, wo eben auch ein Signal ans Ausland geschickt wird. Leute, die sich nur in die soziale Hängematte legen wollen, sollen sich Sie vorher überlegen. Dann nach wie vor ein Modell, wonach die Österreicher ihre Mindestsicherung in bar ausbezahlt bekommen, vielleicht sogar mehr als derzeit. Und die Ausländer, die sind Sachleistungen bekommen und bar nur in Taschengeld irgendwo zwischen 150 und 200 Euro. Details kann ich dir jetzt so nicht preisgeben, weil auch viele sind in die Richtung soll es gehen, oder? Die Richtung bar auch machen. Nicht, weil das sind ja, wenn, ja. Überweisungen. Aber es sollte die Ungerechtigkeit abgestellt werden, dass zum Beispiel jemand, der jahrelang eingezahlt hat, ob jetzt Österreich ist oder nicht übrigens, genauso viel bekommt wie jemand, der herkommt und noch nie eingezahlt hat. Genau, diese Ungerechtigkeiten wollen wir beenden. Das ist ein Hauptauftrag an die Regierung. Und den werden wir auch, da wird es aber November werden, bis wir das sehen, Ihren Vorschlag. In den nächsten Wochen. Aber gut Ding braucht Weil und das wird aber bald kommen. Wir verhandeln intensiv im Hintergrund und wir werden das beste Modell präsentieren. Gut. Lieber Herr Wahlkämpfer und Clubobmann, danke sehr, in diesem Sinn danke fürs Kommen. War ein turbulenter Tag. Und hoffentlich ein erholsames Wochenende. Danke sehr. Kurze Werbepause, dann geht's gleich weiter.